Die wunderbare Welt der Medizinprotokolle, worum es geht, ist im Wesentlichen, ich wollte euch so ein bisschen über den Kontext von IT im medizinischen Bereich erzählen. Zum einen, was sind da für Protokolle drin und zum anderen, was hat man eigentlich so für Probleme, die zum Teil durch die Protokolle kommen, zum Teil auch einfach durch, wie das historisch gewachsen ist und wie sich das auf Protokolle auswirkt und so, naja, alles andere. Man könnte auch sagen, das ist der Grund, warum wir schöne Sachen nicht haben können in der Medizin. Kurz erstmal so als Überblick, was ist ein Patient? Man sollte meinen, die Frage ist einfach, ist sie nicht. Dann, was ist eine OID? Einfach nur kurz nebenbei, weil die überall zwischendrin auftauchen und mich sonst verfragen wird, was es ist. Und dann geht es mit dem ersten älteren Protokoll los, HAL 7V2, das wie das Thema Datenschutz mit dem Protokoll interagiert und sehr lustige Sachen verursachen kann. HAL 7V3 kommt danach und dann kommt das aktuellste, FHIR. Ja, erstmal so, was ist ein Patient? Das Wichtigste, was man verstehen muss, in einem Krankenhaus gibt es nicht den Patienten, sondern es ist mehr so, man hat in jeder Station eine Aufnahme, falls euch jemals gefragt hat, warum eine Station jeweils aufgenommen wird, weil die potenziell komplett eigene Datenleitung haben, komplett eigene Computer. Die sind heutzutage in einem Netzwerk, aber das war nicht immer so, weil der Computer, den gab es halt nicht, sondern es gab Aktenschränke. Und potenziell haben die halt auch irgendwelche spezielle Hardware, wie eine Radiologie hat halt irgendwelche Röntgengeräte oder sowas dranhängen, die es in anderen Abteilungen nicht gibt. Dementsprechend haben sie dann halt spezielle Computersysteme rumhängen. Was man auch noch verstehen muss, ungefähr jedes Krankenhaus und auch jede Krankenkasse ist individuell aus irgendwelchen Notwendigkeiten, Gebäuden, die da waren, sonst welchen lustigen Kombinationen gewachsen. So im Sinne von, ja, wir bauen das neben den anderen Raum und dann sind die ja gleich nebeneinander, dann können wir auch ein Netzwerkkabel legen, dann braucht man nicht zwei Anschauungsräume und solche Witze. Das heißt, jedes Krankenhaus hat individuell gewachsene historische Sachen und da irgendwas zu vereinheitlichen ist immer sehr amüsant, bis nicht möglich. Genau. Und der gesamte Kram wird heutzutage vereinfacht zu irgendeiner zentralen Sicht zusammengefasst. Das ist dann irgendein Kisten, Klinik, Informationssystem, zum Beispiel irgendwie sowas wie Orbis gibt es da und ein paar andere. Mit denen hat man als normaler Mensch eigentlich nie zu tun. Das sieht man vielleicht nur manchmal, wenn irgendwer den Monitor nicht richtig stehen hat, man irgendwelche komischen Masken sieht. Das kann auch von allem sein, das kann von Webanwendung bis zur AS400-Anwendung sein, ist auch alles noch am Leben. Ja, und so eine kleine Implikation, die rauskommt, die älteren Protokolle haben mit sowas wie einem zentralen System nicht unbedingt gerechnet, als sie designt wurden. Genau, was ist eine OID? Eine OID ist einfach eine Kette von Zahlen, die mit Punkt getrennt sind und wo die Zahlen eine Bedeutung haben. In diesem Fall hätten wir sowas wie die 13614133. Das ist die OID von Intel, also wie der Firma die Chips erstellt. Es gibt dann ein Konsortium und verschiedene Untergruppen und so weiter. Und quasi fast alles, was es auf der Welt gibt, hat eine OID irgendwo hängen. Das geht dann auch runter, so wie Diagnosen können eine OID dran haben oder irgendwelche Krankheiten, nach verschiedenen Codesystemen natürlich, sonst wäre es so einfach. Und ähnliche Sachen. Einfach nur, dass man es versteht, weil die werden in diesen Nachrichten immer mal wieder irgendwo zwischendrin auftauchen. Im Normalfall, wo man sie am häufigsten trifft, ist halt, dass verschiedene Abteilungen und oder Krankenhäuser, Krankenkassen OIDs haben und in den Austauschen halt irgendwo gesagt wird, wer bin ich, wo geht's hin und so. Und was auch ganz lustig ist, die Dinger können UUIDs abbilden. Es gibt extra Namespace, wo man komplette UUIDs rein encodieren darf. Ist valide. Das heißt, man kann, wenn man eine UUID irgendwo generiert hat, die benutzen, um die dann hinter seine eigene hinterher zu schleifen und dann hat man eine UUID in seinem eigenen Namespace und solche Sachen. Ja, HL 7V2. Health Level 7. Ja, eine Frage? Ist das das gleiche wie beim SNMP-Protokoll? Bei dem Netzwerkprotokoll? Sind es die gleichen OIDs? Die Frage war, ob das dieselben OIDs sind wie beim SMTP-Protokoll. Es gibt nur die OID. Also, es werden ziemlich sicher bei SMTP andere OIDs benutzt wie im Krankenhaus, aber es gibt nur die OID. Mit einer OID kann ich alles quasi adressieren, da gibt es nicht verschiedene Systeme, das ist das System, was verschiedene Sachen unten drunter hängen hat. So ungefähr wie, es gibt halt die DNS-Adresse, die dann irgendwie hierarchisch durchdefiniert ist, zu verstehen. Genau, HL7V2. Entwicklung hat so 1989 war das quasi, also sprich so, man hatte eigentlich schon keine UIs, als das entwickelt wurde oder nur so im Anfangsstadium. CPUs waren teuer und langsam und Speicher war auch teuer und langsam und dementsprechend hat man sich entschieden, was ist das Einfachste, was wir machen können. Wir nehmen einen pipe-getrennten TCP-Stream RAW ohne irgendwelche Außenrum-Protokolle. Kommt auch gleich eine Beispielnachricht.
Dann gibt es noch so die schöne kleine Eigenschaft daran, es gibt davon so von Version 2.2, also im Betrieb noch, Version 2.2, die davor findet man aus irgendeinem lustigen Grund selten, bis 2.9 und Dialekte und niemand wird jemals irgendeine Software, die irgendeine dieser Versionen spricht, updaten, dass sie eine neuere Version spricht, weil wenn du irgendwo so ein Radiologiesystem im Betrieb hast, hast du die Option, du updatest es nicht und ist das Problem von den Integratoren, das zu lösen? Oder du updatest und wenn es nicht mehr läuft, dann hast du irgendwas, was super teuer ist, für ein paar Wochen stehen, während irgendwer es debuggen darf. Also wird es nicht geupdatet, wenn es funktioniert. Das erklärt dann auch gleich ein paar Implikationen mit Krankenhaus-Security, wo andere interessante Sachen dranhängen. Sprich, der normale Ansatz heutzutage ist mehr oder weniger, die Geräte werden über irgendeine Mechanik vom normalen Netzwerk so gut es geht getrennt, wenn es ein besseres Krankenhaus ist oder man kann interessante Sachen machen mit der Netzwerkbuchse neben seinem Bett. Hängt vom Krankenhaus ab. Genau. Was vielleicht noch eine kleine relevante Sache ist, die sich aus dem TCP-Stream ergibt, es ist ein Punkt-zu-Punkt-Protokoll. Ich kann eine Nachricht von A nach B schicken, ich kann eine Nachricht aber nicht von A an mehr wie B schicken. Also es ist so wirklich aus der Zeit so, wir haben ein paar wenige Computer und man schickt gezielt Nachrichten hin und her. So dieser Gedankengang, wir haben eine zentrale Infrastruktur und alles wird da irgendwie langsam über irgendwelche Wege reinwandern. So dass ein Arzt eine zentrale Ansicht gibt, was hat die Radiologie gesagt und was hat die Anästhesie gesagt, vergesst's. Gab's nicht, war nicht vorgesehen, muss natürlich trotzdem heute da sein. Wie sieht so eine Nachricht aus? Hier haben wir ein schönes Beispiel einer Nachricht, die hoffentlich ganz gut lesbar ist. Im Prinzip geht das Ganze immer damit los, dass man irgendwo vorne so eine Untersektion hat, die sagt, was es für eine Nachricht ist. Danach ist dann definiert in dem Standard, was zwischen den Pipes stehen muss, also was das bedeutet, die Blöcke dazwischen. Dann kommt man auch direkt zu den ersten lustigen kleinen Randdetails, wie zum Beispiel, wenn man sich jetzt unten das AL1 mit Aspirin anguckt, das wäre eine Information, dass der Patient gegen Aspirin allergisch ist, potenziell. Jetzt ist Aspirin ein Freitext, das ist Dringlichkeit. Was ist, wenn die andere Seite Aspirin nicht unter Aspirin kennt? Viel Spaß. Also sprich, das ist alles nicht sauber standardisiert, das ist alles ein bisschen dialektisch, alles nicht hundertprozentig kompatibel. Auch eine lustige Eigenschaft ist, die haben genau ein bzw. zwei Buchstaben vorgesehen für das Thema Gender, da kommen wir später drauf zu. Falls ihr euch jemals gefragt habt, warum Krankenhäuser da generell Probleme mit haben, mit allem, was nicht 1:1 sagt, ich bin Male oder Female, das liegt auch an den Protokollen, weil die Systeme es nicht sinnvoll können, untereinander, leider. Ja, und ansonsten hätte man hier jetzt sowas wie in diesem Fall eine Fraktur vom Außenknöchel. Da merkt man gleich die nächste Sache, die einen Fragen aufwirft, wenn man das Thema kennt. Moment, wieso ist da ein Ö drin und wie wird das Asset encodiert? Ja, genau. Ist nicht so richtig eindeutig. Also der Standard sagt, wie es encodiert sein sollte. Das ist nicht, wie der Standard sagt, dass es encodiert sein sollte. Das ist aber eine Nachricht, die es durchaus in echt gibt. Stellt sich raus, viele Leute, die das implementieren, den Standard auch nicht komplett gelesen haben, so wie immer. Ja. Genau. Effektiv kommt man zu dem Ergebnis, man wird keine zwei Geräte finden, die miteinander ohne Probleme sprechen können, komplett, weil immer irgendein Detail nicht passt. Was dann zu so tollen Sachen auch führt, wenn man irgendwas etwas Zentraleres baut, muss das irgendwie 500 verschiedene Dialekte und Fuzzy Matching und ähnliche Sachen machen, um das zu interpretieren. Und im Prinzip, das Protokoll kann alles und man darf auch noch Extensions definieren. Also man darf auch noch eigene Erweiterungspunkte definieren, die dann noch weniger Leute verstehen. Und das Protokoll kann im Prinzip auch nichts, weil alles so unmatschig definiert ist, dass die Chance, dass wirklich alle Seiten das exakt gleich verstehen, wenn man da mehr wie zwei, drei Geräte hat, nicht sehr hoch ist. Also in der Praxis ist die Interoperabilität eher niedrig. Es gibt auch so lustige Veranstaltungen, sogar einmal im Jahr, wo sich alle möglichen Leute aus der Branche treffen und das gesamte Ziel ist eigentlich so im Sinne von, man setzt sich in der Ecke mit seinem eigenen Firmenteam und das Ziel ist es, einen definierten anderen Ansprechpartner einen Testsuit durchzukriegen. Also so ähnlich wie ein Hackathon, nur dass es ein Connectathon ist, wo man beweisen muss, dass man es schafft, mit dem anderen Gerät zu reden. Habe ich zumindest bei anderen Sprachen und Protokollen noch nicht gesehen, dass das notwendig war. Ja, es gibt auch die Lösung für das Problem, die das Problem anders macht. Das schöne Konzept eines Communication Servers ist dann so die pragmatische Lösung. Was macht man, wenn man zwei Rechner hat, die nicht sauber miteinander reden können, weil sie Dialekte haben? Man setzt einen dritten in die Mitte, der Dialektübersetzung macht.
Da gibt es komplette Firmen drum, die nur diese Server bauen. Und die können, also es gibt da extrem dumme Server, die wirklich so, wenn das drin steht, ersetzt es durch das, so ein besserer Regex-Matcher. Es gibt aber auch Systeme, die haben mal eben noch eine Anbindung an Kafka-Datenbanken, können alle möglichen Message-Bus, können Workflow-Engines ansteuern. So, wenn diese Nachricht kommt, dann startet man den Workflow für woanders und so. Also das kann beliebig kompliziert werden. Das ist dann eine Frage von, was benötigt wird und ist halt auch nicht überall identisch, was verbaut wurde. Genau, Gender-Indikator hatte ich schon darauf hingewiesen. Das haben sie ganz toll hingekriegt, finde ich. Also aus multiplen Gründen. Das erste ist, das ist jetzt Version 2, Version 3 und dann eine Feier, wo wir später drauf kommen. So, sie haben es erstmal erfolgreich geschafft, dass man außer Male und Female nichts zwischen den Versionen sauber konvertieren kann, weil zum Beispiel nicht differenziert gibt es in V3, aber nicht in V2 und in Fire auch nicht. Da ist es nämlich anders abgebildet und solche Witze. Also sprich, es ist quasi per Definition nicht möglich, sinnvoll irgendwas anderes da durchzukriegen, wenn mehr wie eins dieser Protokollversionen beteiligt ist. Und in den meisten Krankenhäusern sind die lustig durcheinander gemischt und in der Mitte sitzen weinende Leute, die es integrieren dürfen, weil die Protokoll übersetzen müssen. Jetzt haben wir noch die Sondersache für Deutschland. In Deutschland gibt es noch die Sache, dass man als Observation zusätzlich hinzufügen kann, weitere Informationen. Da ist dann nur die Quizfrage A, ob es getan wird, B, ob die andere Seite kompatibel dieselbe Observation lesen kann oder überhaupt. Und ja, da gibt es dann häufig Probleme mit älteren Geräten und naja, teilweise auch älterem Personal oder auch jüngeren, dass die dann auch das bewusst nicht lesen oder so. Ja, spaßig, Menschen und so. Gut, Datenintegration. Wie bekommt man denn so einen zentralen Blick auf Patienten? Man hat irgendeine Integrationssoftware, hatte ich ja eben schon erwähnt, irgendwie ein KISS-System oder auch verschiedene Sachen. Das kann verschieden kompliziert sein, auch je nach Krankenhaus. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dieselben Protokolle sind auch bei Krankenkassen. Da hat man dann noch eine Komplexitätsebene mehr. Dazu später noch ein bisschen mehr. So, und im Prinzip, die Idee ist erstmal, ich habe irgendwo eine Zentrale und am anderen Ende von einem Punkt zur Verbindung gerät alles mit dieser Zentrale einfach nur noch und die macht mehr oder weniger so einen Message-Switch. Das Problem an den Details ist, dass eigentlich alles, wo ein Sternchen dran ist, nicht ganz so sauber zutrifft. Genau, und dann sind wir beim Thema Datenschutz. Es gibt übrigens auch nicht das Krankenhaus im Normalfall, was ihr so als Krankenhaus wahrnehmt. Ein normales Krankenhaus handelt sich häufig um mehrere juristische Personen. Bei Krankenkassen wird das dann erst recht extrem kompliziert. Weil sehr häufig hat man sowas wie, man hat das Uniklinikum hat daneben von mir aus, was weiß ich, eine schönheitschirurgische Einrichtung, die aber privat geführt ist und einzeln ist. Oder die Radiologie ist in Wirklichkeit aber eine Ausgliederung von der Mannheimer Radiologie, die jetzt in Heidelberg benutzt wird oder irgendwie sowas. Das ist ein frei ausgedachtes Beispiel, nur am Rande erwähnt. Häufig über historisch gewachsen, teilweise seit 200 Jahren, wie lustig Abteilungen durch die Gegend geschoben sind und Anbauten und Kooperationen und sonst was waren. Was man so als ein Krankenhaus wahrnimmt, sind meistens juristisch mehrere verschiedene Abteilungen bis juristische Partner. In einem normalen Krankenhaus wird das ja einfach darüber gelesen, irgendwann, wenn man da reinkommt, kriegt man einfach einen Zettel hingelegt, den man für die Datenschutzvereinbarung unterschreiben muss. Und da steht ungefähr drauf, so alle 300 Partner dürfen das auch verarbeiten, die hier vor Ort am Standort sind. Und dann ist das Thema erstmal gelöst und im Normalfall hat man im Moment auch anderes zu tun, als das im Detail durchzulesen. Und die sind eigentlich auch in Ordnung, weil da haben wir gewisse Vorteile durch die deutsche und europäische Gesetzeslage, so irgendwie einen Werbepartner verkaufen oder so, da macht das Krankenhaus Selbstmord finanziell, zum Glück. Genau, dann hat man noch so die Sachen, unterschiedliche Modelle, die man haben kann. Man kann so das Modell Stadt-Sparkasse haben, jedes Krankenhaus, also gerade jetzt für Krankenkassen gesehen, jede Abteilung, jeder Ort ist unabhängig. Und du hast oben drüber noch eine größere Instanz, die so die Kreisgruppe ist und dann vielleicht noch eine Landesgruppe und sowas. Du kannst aber auch das Modell haben, es gibt genau eine einzige und der gehört wirklich jedes einzelne Gebäude, jeder einzelne Standort. Das macht datenschutztechnisch einen riesigen Unterschied, vor allem wenn es über Bundesländergrenzen geht. Weil beim einen Modell wollen, wenn die Daten über die Grenze fließen, die Landesdatenschützer mitreden, berechtigterweise. Bei dem anderen Modell wollen sie vorher mitreden, bevor überhaupt Daten in die Infrastruktur wandern. Das heißt, wann immer man da irgendwelche Prozesse hat, hat man eigentlich so die Sache, man braucht mehr oder weniger, gerade bei Krankenkassen, für jeglichen Datenaustausch irgendeinen Konsent vom Endkunden, weil sonst darf man den nicht machen. Das sind dann so die Punkte. Ich verstehe die Kritik, die häufig kommt, dass der Datenschutz da etwas behindert ist in Deutschland. Andersrum bin ich der Meinung, es ist nervig, aber es hat auch seine Berechtigung. Ich finde das schon okay. Aber ja, es macht es aufwendiger. Genau, und jetzt zu den Sternchen.
Zentral heißt halt in diesem Fall dann meistens eher so zentral pro juristische Einheit kann ich die Daten nur aggregieren, weil weiter darf ich sie nicht schicken. Und über die Grenze darf ich nur gehen, wenn ich einen Consent vom Kunden oder vom Patienten dafür habe. Das ist jetzt innerhalb eines Krankenhauses nicht so kritisch, aber innerhalb von einer Krankenkasse, wo ein Krankenhaus irgendwas hinschicken will, heißt das dann auch durchaus, wie ich muss irgendwo einwilligen, dass Sachen jetzt in eine zentralere Infrastruktur geschickt werden müssen. Jetzt hatten wir das Problem, V2 ist ein Streaming-Protokoll. Das versteht die Idee von, wir schicken das später nochmal nicht. Wenn der andere nicht zuhört, ist es weg, je nachdem, wie dumm die implementiert sind. Das heißt, da gibt es dann das nächste Konstrukt. Man hat irgendwelche Gateways und Caching-Server, die quasi so mal eben alle Nachrichten mitschreiben, die quasi pro Patienten separat aufbewahren, dann irgendwelche White- und Blacklists haben, wer hat zugestimmt, wer hat definitiv verweigert und wo müssen wir noch weiter cachen. Und dann so zum Beispiel 30 Tage später, wenn du zu Hause bist und dann irgendwo in dem Online-Portal sagst, so ja, ich möchte die Daten auch zentral haben, um mein Bild von dem Röntgen runterzuladen, deswegen dürfen die jetzt in die zentrale Infrastruktur, wo das Web dranhängt, rein, müssen die dann 30 Tage später abgespielt werden und solchen Blödsinn. Also das ist beeindruckend lustig, was da an Komplexität hinterhängt. Ja, das ist dann meistens so das, was man im Prinzip zustimmt, wenn man irgend so ein Webportal von irgendeinem Krankenkassen oder Krankenhaussystem so irgendwelche Vereinbarungen zustimmt. Das ist meistens tatsächlich das, was dann wirklich diesen Datentransfer triggert, teilweise auch live oder so live-ish, wie man das machen kann mit den alten Protokollen. Also ja, ganz einfach, nicht fehleranfällig, kann nichts schief gehen. Kommen wir zu HL7V3. Man hat sich jetzt so gedacht, so V2, wir haben jetzt größere Rechner, wir haben sowas wie UIs, HTML hat sich so langsam entwickelt, so ein bisschen zumindest, und XML ist gerade der neue Trend und wir wollen das jetzt mal alles richtig ordentlich durchformalisieren. Hat natürlich die erste Folge, es ist natürlich absolut inkompatibel zu allem, was davor war, weil XML und Pipe getrennt ist halt nicht kompatibel. Und die zentrale Sicht darf jetzt seit neuestem zwischen den Formaten konvertieren, weil die muss jetzt V3 verstehen und V2, was auch immer man in einer zentralen Infrastruktur hat. Und die muss auch übersetzen, weil wenn das alte Radiologiegerät V2 spricht und das neue Webportal aber V3 für irgendwas braucht, herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt live übersetzen. Nachrichten. Macht auch keinen Spaß, ist aber auch zum Teil. Es gibt einen Messaging-Block drin, der ersetzt quasi 1:1 das, was V2 gemacht hat. Und es gibt CDA, komme ich gleich noch ein Stückchen zu, der letztendlich Dokumentenanlagen übernimmt. Und mehr oder weniger eine neue Funktion ist, weil man jetzt halt auch komplett Dokumente drin haben kann. Nicht, dass das nicht heißt, dass das nicht auch vorher in V2 gemacht wurde. In V2 wurde das nur nicht als Ressource gesehen, sondern da wurden teilweise wirklich einfach Base64 encodierte TIFF-Bilder von der Radiologie komplett schmerzbefreit durch die Pipe durchgejagt. Und zwar, also da gab es eine lustige Story mal, wo ein 400 Megabyte Bild von einem Papierscan dafür gesorgt hat, dass eine zentrale Infrastruktur mit 6 GB RAM zu einem Zeitpunkt, wo das nicht üblich war, belastet wurde. Ja, aber kein Problem, wir haben jetzt ein schönes neues designtes Protokoll und das ist auch fast nicht überdesignt, außer dass es sehr überdesignt ist, weil man hat das natürlich gleich in die Gegenrichtung überschossen. Also so, es gibt alleine 12 Wege, wie ich sagen kann, ich habe keine Informationen mit verschiedenen Implikationen, aber am Ende ist das Ergebnis, ich habe die Informationen nicht. Das ist so ein kleiner Einblick, was Komplexität sein kann. Das macht teilweise durchaus ja auch Sinn, aber teilweise will die andere Seite halt auch einfach nur wissen, ist was da oder nicht. Und wenn es nicht da ist, muss sie trotzdem jetzt alle 12 Sachen verstehen können. Irgendwann kam es dann auf die Idee, hey, wir bauen eine eigene Query-Sprache, weil leider haben sie sich nicht nur an das gehalten, was XML kann grammatisch, sondern sie sind auch auf die Idee gekommen, dass man ein Type-Attribut haben kann, der dann für die Unternode Sachen ändert grammatisch, was da drin sein darf. Das heißt, es ist auch nicht sauber XML mehr. Ja, und das Tolle ist die Schema-Validierung. De facto weiß ich aus der Praxis, dass sehr viele Geräte, nachdem man initial validiert hat, dass sie funktionieren für den Produktivbetrieb, die Validierung abschalten, weil sie sonst keine Performance liefern können auf heutigen Rechnern. Ich habe irgendwo im Anhang, ich habe sogar hier unten drin, hier ist so ein kleines Git-Repository, was nur einen Ausschnitt zeigt, unten, was das bedeutet. Also, was einen misstrauisch macht, man kennt das ja durchaus so, mal so eine XDS-Datei, die ist ein bisschen länger, da ist das ganze Schema drin. Was einen jetzt misstrauisch machen sollte, dass man pro Nachrichtentyp eine einzelne hat, die dann wiederum andere inkludiert und insgesamt sind das ein paar hundert Dateien und GitHub fand das gar nicht lustig, das zu rendern, das Repository.
Also effektiv ist es fast unmöglich, außer für Demo-Szenarien eine volle Validierung durchzuführen, weswegen man das meistens dann etwas pragmatischer löst. Also Sachen, die man da schon gesehen hat, sind sowas wie, wir nehmen einfach ein Lückentext-Template und setzen die Werte ein und wird schon passend, TM und tschüss. Und ähnlich gute Ansätze. Also sprich, vergiss es. Und wir reden da durchaus über sowas wie, mit 6 GB RAM schafft man es nicht, die Nachrichten zu validieren. Aber dafür ist jetzt Sachen sind so ein bisschen, super, der öffnet sich jetzt braucht er auch nicht mehr aufkommen. Ja. Was ich meine so mit dem Git-Repository, man sollte hier an dieser Stelle langsam misstrauisch werden, wenn das irgendwie einfach nicht aufhört mit verschiedenen Nachrichten und jede von diesen Nachrichten, wenn man dann so reinguckt in das Schema, inkludiert wiederum andere Bereiche und bla bla bla. Also dieses Schema ist einfach nur interessant kaputt. Aber zumindest ist es theoretisch validierbar, was ein riesiger Vorteil ist gegenüber der vorigen Welt, weil da konnte man gar nicht validieren. Also man muss das positiv sehen. Zumindest habe ich jetzt die Option zu validieren. Genau, wo ich war. Das Ganze ist jetzt auch so ein bisschen objektisch orientiert, weil wir kamen jetzt sowas wie Entities, die haben Rollen, Participations, die haben Acts. Also es kann jetzt sowas sein wie, ich habe irgendwie einen Patienten-Entity, das hat die Rolle Patient. Wir haben eine Partizipierung an irgendeiner OP und so weiter. Auf jeden Fall für diese Clinical Document Architecture sieht das Ganze so aus. Genau. Man könnte fast vermuten, warum diese Validierung manchmal problematisch wird, wenn man sowas sieht. Das ist übrigens nur ein Ausschnitt. Ich habe dann zum Spaß mal versucht, ein Beispieldokument auf eine Folie drauf zu kriegen. Nachdem ich dann links diese Vorschau so hatte, habe ich mich entschieden, das ist eigentlich auch ein ganz lustiges Beispiel, weil es zeigt eigentlich ganz gut, wo das Problem ist. Wir reden da jetzt nichts über nichts Spezielles. Die Informationen, die hier drin sind, sind nicht komplizierter, wie die in der HL7-Nachricht waren. Es sind sogar weniger. Es geht hier wirklich nur, wir haben eine Person mit Telefonnummer und so weiter. Das war alles in dieser HL7-V2-Nachricht auch drin. Bei dem Patient Identifier. Dann haben wir noch so die Sachen, man kann natürlich Sachen kompliziert machen oder nicht kompliziert. Das sind beide effektiv der Qualifier. Also die erste Sache, die dann auffällt, es wird ein schönes Codesystem angemacht und dann sagt man, es ist Code 8. Was für normale Benutzer vollkommen unbenutzbar ist, für Maschinen ist das ein bisschen egal. Das heißt aber auch, für Menschen ist es unleserlich. Man darf aber ein Displayname reinmachen, machen aber leider nicht alle Systeme. Also wenn der Displayname drin ist, ist der eigentlich so, dann hat man eine Chance, dieses XML noch von Hand zu lesen und zu bearbeiten notfalls. Wenn er nicht drin ist, hat man verloren. Natürlich können nicht alle Systeme Displayname, weil den müsste man natürlich pflegen in irgendwelchen Code-Tabellen und übersetzen und so weiter. Während wenn man nur den Code hat, dann ist das das Problem von der anderen Seite. Ja, für HL7 gibt es so ein schönes Fazit. Im Prinzip, die gesamte deutsche Industrie weigert sich, das Messaging darauf umzustellen, weil das V2 ist zwar auch nicht toll, aber zumindest gibt es da Lösungen, das funktioniert ja schon. Das CDA-Zeug wird tatsächlich teilweise benutzt, diese Dokumentenanlage, weil es halt auch keine wirkliche Alternative gibt, die benutzbar ist. Tatsächlich ist HL7 V3, V3 ziemlich verbreitet in der USA. Da merkt man halt, dass die ein bisschen später angefangen haben, Sachen mit Computern in dem Bereich zu machen und dann aber ein bisschen moderner, ein bisschen überdesignter. Ja. Bonuspunkte. Wie hoch glaubt ihr, ist die Chance, dass man kein medizinisches Gerät aus Amerika in deutschen Krankenhäusern hat und umgedreht? Ich glaube, das macht beiden Seiten Spaß, dieses Thema. Naja. Auf jeden Fall gibt es dann jetzt so Feier als eine tolle neue Lösung. Ja, wir haben verstanden, XML ist so ein bisschen problematisch und ein bisschen groß und die Schema-Validierung ist so ein bisschen teuer und wir haben jetzt was Besseres gebaut. Und wir sind bei der Fast Healthcare Interoperability Resources angekommen. Ist so 2012 gestartet und der originale Spruch ist meiner Meinung nach ziemlich klar, dass die Leute, die das designt haben, schon irgendwie die Probleme freundlich verpackt hatten. Nämlich effektiv, dass man mit der anderen Methode keine Möglichkeit hat, irgendwie schnell einfach Sachen auszutauschen und es irgendwie grausam ist. Und das Ganze ist jetzt REST-basiert. Also wir sind jetzt bei JSON angekommen. Also ja, JSON ist benutzt. Es gibt auch netterweise eine Definition für Human Readability, wie man das JSON als HTML anzeigen kann, so meistens als Tabellenstruktur oder ähnliches. Kann funktionieren, also theoretisch kann man, wenn man ein File-Dokument hat, das durch irgendeinen Konverter oder irgendein Anzeigeprogramm durchjagen und dann sieht man das gerendert, das funktioniert auch halbwegs okay. Es ist auch vergleichsweise kompakt,
Also zum Beispiel diese Patientenanlage ist jetzt immerhin nur noch 2500 Zeichen lang. Das ist so immer noch Faktor 4, 5 über dem, was es mal als HL7 war. Aber dafür ist es immer noch jetzt fest strukturiert. Ich würde sagen, es ist so im guten Bereich vom Benefit zu nutzen. Und dadurch, dass man das Schema definiert hat, aber nicht das so wie bei XML quasi beim Parsen DOM-Baum und alles aufbauen muss, hat man jetzt auch einen ganz okayen Kompromiss für die Performance. Also zumindest habe ich damit jetzt noch nie wahnsinnige Probleme wahrgenommen. Leider haben sie aber trotzdem die XML-Struktur einfach mehr oder weniger 1:1 einfach nur nach JSON übersetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie bei der Gelegenheit überlegt haben, wir räumen jetzt mal auf. Haben sie nicht getan. Ja, und das ist eigentlich auch schon so der große Überblick darüber. Ich habe jetzt auf das JSON-Dokument verzichtet, weil wie JSON-Dokumente aussehen, könnt ihr euch vorstellen. Ja, noch irgendwelche Fragen? Ja, jetzt? Jetzt sagst du, dass Fire seit 2012 langsam eingeführt wurde. Was ist denn so der ungefähre Marktanteil von Geräten, die bloß Fire sprechen? Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja mehr so auf der Ecke unterwegs, wo die Geräte alles sprechen müssen, mit allem. Also in der Mitte. Ich bin ja weniger an den Endpunkten. Okay, mit wie viel Prozent deiner Geräte kannst du Fire sprechen? Von der Zentralinfrastruktur kann ich quasi alles mit Fire, mit V2 und mit V3 erreichen. Auch wenn da so Witze drin stattfinden, wie das, wenn ich mit V3 rede, dass intern nach V2 umgesetzt wird und dann mit V2 weiterverarbeitet wird und sich das Ding selber eine V2-Nachricht schickt und solche Späße. Also da sind durchaus interessante Sachen bei, aber an und für sich, nach außen, wenn man jetzt sagt, man ist so im Bereich dieser zentralen Infrastruktur, können die meisten zentralen Infrastrukturen mittlerweile alles sprechen. Die Frage ist jetzt, wie schlimm ist es zu integrieren, dass auch ein sinnvoller Use Case rauskommt, gerade in Verbindung mit diesen Themen Datenschutz und so, weil wir haben da tatsächlich, gerade beim Datenschutz hat man so physikalische Späße drin, ne? Wie du hast irgendein Klinikum, da steht jetzt von mir aus in Heidelberg und das gehört zu irgendeiner Klinikkette, die ihren Sitz aber in Bremen hat. So, je nachdem, welchen Datenschützer du fragst, sagen die, natürlich darf es nicht in die zentrale Infrastruktur laufen. Und der eine sagt, es reicht, wenn es auf getrennten Servern liegt. Der andere sagt, der andere Server muss aber dann in Heidelberg stehen, oder zumindest im selben Bundesland. Das heißt, dann brauchst du wirklich den Gateway-Server im wahrsten Sinne des Wortes an der Grenze, netzwerktechnisch. Und da kommen interessante Probleme raus. Von so Späßen wie, dass diese ganzen Nachrichten natürlich keine Verschlüsselung, nichts haben, und man da außenrum noch eine ganze Menge rumbasteln muss, wenn man das irgendwie auch nur ansatzweise in Richtung Internet schicken will oder durchrouten muss, reden wir jetzt gar nicht. Weil offensichtlich sind die im Klartext und haben auch selber, würde ich sagen, ist auch gar nicht so falsch, dass die Nachrichten selber da keine Verschlüsselung vorsehen. Es macht mehr Sinn, dass man das komplett über die gesamte Kommunikation machen muss. Ja. Sonst noch Fragen? Ansonsten, wenn ich keine sehe, würde ich jetzt die Aufzeichnung beenden.